Ja, sie sind auf jeden Fall etwas besser aus der Kabine gekommen als die Gäste, aber der war da drin. Katrin Feld und Kerstin Felkel gegen Kerstin Felkel. Der ärgert sich da. Und dann wechselt jetzt, man nimmt den Kreis, Antje Thormann raus. Und Jennifer Kriegsmann, eigentlich B-Juniorin, mit ihrem ersten Spiel für Grün-Weiß Schwerin hier. Da zeigt sich also die Jugendarbeit bei Grün-Weiß Schwerin. Wird aktiv umgesetzt. Ja, und natürlich auch das Vertrauen des Trainers, dass das Mädel für die 2 Minuten vielleicht jetzt erstmal positionell dort mit einwirken kann. Was aus der Not vielleicht auch eine Tugend gemacht hat, weil die Personaldecke bei Grün-Weiß bekanntlich klein und nichts passiert. Ball besetzt Grün-Weiß Schwerin. Und auch in Unterzahl, wenn die Künzel mit dem Hüftwurf an den Pfosten. Das war eigentlich zu schnell. In Unterzahl müsste man das eigentlich ausspielen, die Zeit runterlaufen lassen. Und Katrin Feld mit dem abgestanden mit dem Fuß im Kreis. Ja, ich glaube, das Knie lag eher auf dem Boden, als dass der Wurf aus der Hand geht, der Ball aus der Hand kommt. Und daher auch berechtigt der Pfiff. Nummer 5 ist ein bisschen ungläubig, aber sie wird es wahrscheinlich selber wissen. Jetzt, Variante, das war schön gemacht und erneut scheitert Kinscher. Diesmal an Martina Steller und dem Pfosten. Sie wirkt heute nicht ganz so spritzig, nicht ganz so, würde man sagen, vielleicht ein bisschen angeschlagen, gesundheitlich. Weiß nicht, aber. Und gelbe Karte jetzt gegen Mandy Künzel und die hat meiner Listung nach schon gelb. Da haben wir uns vorhin wohl vertan, es gibt, oder? Nee? Ja, doch, das Kampfgericht sagt dasselbe. Und, ach, die 7. Das war ein Fehlinformation, da gab es eine kurze Konfusion mit den Schiedsrichtern. Also gelb jetzt für Wendy Künzel. Da haben wir das Kampfgericht genauso gesehen wie wir, nämlich gelb für Wendy Künzel. Vorher aber für Yoda Wang, soweit können wir das noch nachreichen. Und Jennifer Kriegsmann, die da ihre Gegner erstmal festmacht, ein bisschen Selbstvertrauen getanken kann. Und Schwerin wieder komplett. Felkel schleicht sich da weg. Und jetzt gibt es den 7 Meter, sonst hätte es nämlich den Konter gegeben. Und Susi Grimm jetzt. Er geht ins Tor. Und auch das wurde hier außen gesagt. Man sollte es vielleicht mal mit Susi im Tor probieren. Ja, ich lag ja öfter mal richtig. Ich wünsche es ihr und gönne es ihr. Und der Ball ist an der Latte. Und Kerstin Felkel scheitert da. Steffen hat gestern gesagt, das zählt dann noch für mit dem Torwart, weil er hat den Schützen ja richtig nervös gemacht. Ja, natürlich. Das ist immer ein Punkt für den Torwart. Dass die Spielerin unruhig wird, nicht wirklich weiß, was sie machen soll, würde ich genauso machen. Eben jetzt nur falsch gewählt, die Wurfvariante auf Schulterhöhe vom Torwart. Das heißt dankbar, weil halt auch nicht wirklich die Ecke antizipiert wurde und der Ball natürlich auch nicht kontrolliert auf die Ecke ging. Jetzt wird das Ganze ein bisschen ruhiger aufgebaut hier von Dorf Mecklenburg. Und das Kreuz schon angelaufen und eigentlich alles fertig gemacht für Kaminski, die eingelaufen war. Dann aber doch der Wurf alleine und Tini Schröder mit dem Tor. Treffer Nummer 5. Ganz sicher heute 20:18 für Grün-Weiß Schwerin.
Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen Joda Wenk. Die Nummer 7, die eben schon gelb hat, was wir gerade geklärt haben. War das jetzt absichtliches Fußspiel? Nee, ich vermute jetzt, dass der Schiedsrichter das Handzeichen war für Trikotzupfen. Es muss natürlich geahndet werden, klar. Aber ich denke mal, es war jetzt keine spielentscheidende Szene. Daher hätte eine Ermahnung in dem Bereich nochmal gereicht. Aber na gut, ich möchte auch nicht immer Schiedsrichter sein in gewissen Situationen. Ja, und Kaminski scheitert wieder und er war aus dem Kreis geholt. Ballbesitz Grünwald Schwerin. Und da sieht man bei Marie Kinscher stellvertretend einmal durchpusten. Ja, sie wirkt heute auch nicht so wirklich fit. Vielleicht ein bisschen unzufrieden mit sich selbst, ich weiß es nicht. So, jetzt spielt man wieder mit Antje Thormann. Und ohne Jennifer Kriegsmann in dieser Unterzahl. Thormann hat da die Lücke gesucht. Und das war nicht absichtlich, aber dafür umso schöner gespielt von Kerstin Feldkerl auf Tini Schröder. Aber auch die scheitert jetzt von der Außenseite. Wäre natürlich ein schönes Tor in Unterzahl gewesen. Und da greift Feldkerl schön hin. Verhindert so den Schnellangriff und da hat sich Feld scheinbar sehr wehgetan. Das scheint auf jeden Fall sehr schmerzhaft gewesen zu sein. Da ist er ein bisschen Opfer ihres guten Kreisspiels geworden. Da haben gleich 3, 4 Schweriner Spielerinnen versucht, sie zu stoppen. So, da stehen Sie, der Kapitän bei Mecklenburg SV. Und es kann noch ein bisschen. Er hat den Pan ins Gesicht bekommen. Scheinbar, aber es geht scheinbar für sie weiter. Sie ist also wieder auf dem Damm, das ist schön zu sehen. Und Kaminski scheitert wieder an Anne Pöschel. Da kann sich Völker gut befreien. Und das schnelle Spiel, Wendy Künzel, Tor! Da ist sie da, nutzt die Lücke, hat das Auge für diese Lücke. Und macht das 21-18 sehr wichtig in Unterzahl für Grünwald Schwerin. Ja, Manny trägt heute so ein bisschen den Kopf auf die Schultern. Was wir uns ja eigentlich auch von Kim Fake erwarten. Aber gut, es braucht ein Handballspiel braucht auch 2 Köpfe oder auch mal 3 Köpfe. Und Torhüterin kommt immer besser rein jetzt, holt sich den 3. Wurf nacheinander von der Spielerin Kaminski. Ja, und Joda Wenk jetzt wieder mit auf dem Feld. Okay. 21-18, jetzt die Möglichkeit für Schwerin hier auf 4 davon zu ziehen. Wieder Künzel, die Lücke da sucht. Da war aber keine und gleich wieder schnell angespielt. Und da rutscht Wenk weg. Sollte man vielleicht doch noch mal wischen. Ja. Das sah nicht gut aus, wie Joda da weggerutscht ist. Wir denken nur noch an die letzten Sekunden in der ersten Hälfte, wo Joda da mit schmerzverzerrtem Gesicht zusammen fällt sie ans Knie fest. Und das sah ihm wieder nicht gut aus, aber es geht weiter bei ihr.
Da gab es kleine Konfusion. Kerstin Pechel. Sechster Treffer. Da war ein bisschen Konfusion, aber der Schiedsrichter hat nicht gefilmt, haben freigegeben. Und Pechel nutzt die Situation zum 22:18. Und Stürmerfoul, glaube ich, gepfiffen gegen Johannesson, auch wenn der Ball drin war. Und der Ball ist dann zu lang. Der muss natürlich ankommen dann beim Konter. Ja, man kann natürlich in der Situation, waren beide Spielerinnen gut abgedeckt. Man hätte auch die Variante nutzen können, hinten rauszuspielen und dann über die zweite Welle zu kommen. Hätte sich wahrscheinlich eher eine Möglichkeit ergeben, als eben dieser lange Pass. Ja, Kaminski erfolgreich auf der Gegenseite. Wenk ist es nicht, 22:19. Und jetzt treffen bei Mecklenburg wieder die bekannten Treffer aus der ersten Hälfte. Zuerst Kaminski und dann Johannesson. Ihr achter Treffer in diesem Spiel. 22:20. Kincher macht das Spiel, bleibt aus in der Ecke, genau wie Tini Schröder. Und jetzt gibt's 7 Meter. Johannesson beschwert sich da beim Schiedsrichter. Der gibt deutliche Worte zurück. Und Künzel geht dann in den 7-Meter-Strich. Unverständlich, dass er jetzt eben keine Zeitstrafe bei rauskam. Geht in die offene Aktion von der Kerstin Pechel. Hätte man bestrafen müssen, weil sie klar an den Wurf angreift. Das heißt, die Spielerin hat beim Abwurf keine Kontrolle mehr über ihren Körper. Ist definitiv eine 2-Minuten-Strafe und sollte auch dementsprechend so geahndet werden. Ja, und wieder Pöschel, die den Ball von Kaminski angreift. Glück da beim Pass von Kinsch auf Künzel, dass ihn bekommt. Und Tini Schröder, sicher heute. Kerstin Pechel macht das Tor. Doch, Kerstin Pechel, muss ich mich korrigieren, 7. Treffer. Von Kerstin Pechel, 24:20. Da habe ich so sehr da außen mit Schröder gerechnet. Ja, die hat gut versetzt auf die halbe Position. Und das war jetzt schlechter Pass von Wenk und Feld. Mit dem 4. Treffer dieser Partie und Künzel. Läuft da einmal über das gesamte Feld mit dem Ball und sagt Dankeschön. 25:21. 6. Treffer in dieser